Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, heute vor Ihnen stehen zu können, um mit Ihnen über die Inklusion von Behinderten mit Autoimmunerkrankungen zu sprechen. Inklusion ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft, den wir konsequent fördern müssen. Menschen mit Behinderungen sollen nicht nur an unserer Gesellschaft teilhaben können, sondern sie sollen auch aktiv mitgestalten können, sei es im Bildungssystem oder auf dem Arbeitsmarkt. Die Förderung von Inklusion braucht nicht nur rechtliche Rahmenbedingungen, sondern auch eine umfassende gesellschaftliche Akzeptanz. Wir müssen sicherstellen, dass alle Menschen unabhängig von ihren individuellen Herausforderungen gleiche Chancen am Arbeits- und Bildungsmarkt haben, sodass sie sich beruflich entfalten können. Bei dieser Gelegenheit möchte ich speziell auf die Situation von behinderten Menschen mit Autoimmunerkrankungen eingehen. Oftmals werden diese Krankheiten unterschätzt oder nicht ausreichend beachtet, weil man sie von außen nicht direkt erkennen kann. Diese Menschen kämpfen täglich mit Herausforderungen, die nicht sichtbar sind, aber ihr Leben trotzdem stark beeinflussen. Es ist inakzeptabel, dass die Schwere ihrer Erkrankungen häufig nicht anerkannt wird. Sei es bei der Beantragung von Unterstützungsleistungen oder bei der Zuteilung von Ressourcen wie etwa gratis Öffi-Tickets. Ein Beispiel, ich las kürzlich von einer Frau mit Morbus Crohn. Diese wurde mehrfach eingestellt und wieder gefeuert, weil sie zu oft aufs Klo ging. Ihre einzige andere Alternative mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, die zu häufigen Durchfällen führt, wäre aber eine Erwachsenenwindel gewesen, welche im Büro natürlich einen unangenehmen Geruch verbreitet hätte. Um bei ihren Kollegen nicht weniger beliebt zu sein, hat sie sich entschlossen, keine Erwachsenenwindel zu tragen, sondern einfach öfter auf die Toilette zu gehen, was ihrem Chef dann natürlich missfallen ist. Und das sind die Probleme von Menschen, die durch den sozialen Rost fallen in Österreich. Schuld daran sind die aktuellen Bestimmungen des Sozialministeriums-Service zur Einstufung des Grades der Behinderung. Denn so eine Person sollte eigentlich eine Berufsunfähigkeitspension haben, kann sie aber nicht beantragen, weil sie unter Umständen nur 60% oder 50% Behinderung bescheinigt bekommt. Dass man aber tatsächlich arbeitsunfähig ist, weil der Arbeitsmarkt keine Menschen braucht, die so häufig aufs Klo gehen, das wird nicht beachtet. Wir müssen uns bewusst machen, dass auch die statistischen Angaben zur Prävalenz von Autoimmunerkrankungen nicht immer richtig sind. Sie erfassen nicht die volle Bandbreite der Anzahl der Betroffenen. Vor allem jetzt, wo neue Krankheitsbilder wie Long-Covid hinzugekommen sind. Es ist daher unsere Pflicht, genaue Daten zu erheben und diese Menschen zu unterstützen, wo es möglich ist. Wir müssen ihre Beschwerden ernst nehmen. Nur so können wir sicherstellen, dass sie die Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um nicht nur ein selbstbestimmtes Leben zu führen, sondern um überhaupt existieren zu können. Denn viele Existenzen sind durch das derzeitige System schon zerstört worden. Behörden unterstellen den Behinderten oft, sie seien Sozialschmarotzer. Obwohl die Betroffenen meist sehr viele ärztliche Atteste vorweisen können, die das Gegenteil belegen. Dann kommt es jedoch trotzdem zur Rückforderung von Sozialleistungen und das zerstört die Existenz der Betroffenen. Und dies gilt nicht nur für Behinderte, sondern auch für andere vulnerable Gruppen, wie wir zuletzt beim Fall einer Frau aus Niederösterreich gesehen haben. Sie ist hochschwanger, hat vom AMS eine Bildungskarenz bekommen und später stellte sich heraus, dass ihr Bildungsinstitut bei den Angaben nicht ganz richtig gehandelt hat und nun muss aber nicht das Bildungsinstitut, sondern die Frau selbst drauf zahlen, denn von ihr wird jetzt das Geld zurückverlangt und sie steht dann ohne eine Existenz da, denn das Baby kommt ja bald zur Welt. Der Staat wälzt also bewusst die Verantwortung von einem finanziell gut dastehenden Unternehmen auf eine finanziell vulnerable Einzelperson ab, noch dazu auf eine Schwangere. Solche Dinge dürfen in Österreich nicht mehr passieren. Wer ist schuld? Ganz einfach, die Bestimmungen des Arbeitsmarktservice für die Gewährleistung einer Förderung im Sinne einer Bildungskarenz. Ich fordere daher heute folgende drei Dinge. Erstens eine umfassende Prüfung und eine zeitgemäße Reform der aktuellen Bestimmungen des Sozialministeriums-Service zur Findung des prozentualen Grades der Behinderung einer Person. Zweitens die Gründung einer für Behinderte kostenfreien juristischen Anlaufstelle, besonders für solche Fälle wie Rückforderungen vom Sozialministeriums-Service, vom Bundesverwaltungsgericht, vom Arbeitsmarktservice, ganz egal woher, damit sich diese Menschen endlich juristisch gegen den Staat wehren können, der ihnen unterstellt, sie wären keine echten Behinderten. Und drittens die umfassende Prüfung und zeitgemäße Reform der aktuellen Bestimmungen des Arbeitsmarktservice zur Gewährleistung einer Bildungskarenz. Es dürfen keine weiteren Existenzen mehr durch den Staat Österreich vernichtet werden. Abschließend möchte ich betonen, dass Inklusion und die gerechte Verteilung von Ressourcen keine Frage des gönnerhaften Wohlwollens sind, sondern die Grundpfeiler einer sozialen und funktionierenden Gesellschaft. Jeder Mensch in Österreich soll sein Potenzial voll entfalten können und wir haben die Pflicht, das zu gewährleisten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich ermutige Sie, sich mehr für die Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft einzusetzen. Vielen Dank.